Erstmal, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, eine kleine Korrigierung oder Korrektur von dem, was hier verbreitet wird, von leider Leuten, die nicht unwissend sind, aber einige Sachen falsch verstanden haben und öffentlich auftreten und etwas über den Islam verbreiten, was er gar nicht ist. Hadithe zum Beispiel als Müll zu bezeichnen, Hadithe des Propheten Mohammed, wo es um Frauen zum Beispiel geht. Und das ist genau das, was eigentlich Bene Israel gemacht haben. Die Kinder Israels haben das gemacht. Sie haben, wo Allahs Panther sie gefragt hat, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ. Glaubt ihr an einen Teil des Buches und an einen Teil nicht? An manche Verse oder Hadithe glaubt ihr, an manche nicht. An manche Aussagen des Propheten Mohammed glaubt ihr und manche nicht, genauso wie es euch passt. Und dann sind diese beiden Gruppen von Ahl Kitab, Juden und Christen, durch diese Sachen irre gegangen und haben das Buch gefälscht. ثُمَّ حَرَّفُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Dann irgendwas, das nicht gepasst hat, einfach weggestrichen und haben wissentlich, وَهُمْ يَعْلَمُونَ, wissentlich einfach geändert, die Bücher geändert. Und wir wissen, dass das Alte und das Neue Testament auch bis heute verändert ist. Harrafu, das heißt, sie haben das wissentlich geändert. Und wenn wir auch so anfangen und Sachen modernisieren wollen oder erklären wollen und sagen zum Beispiel, wie Sachen, dass Musik, das ist nicht unser ganzes Thema, aber das ist nur eine kleine Rückantwort auf das, weil es öffentlich alles verbreitet wird hier, dass man sagt, Musik macht die Herzen weich zum Beispiel. Wir wissen genau, und diese Person, die das gesagt hat, er sagt, er nimmt von Imam Malik, rahimahullah. Und alle vier Gelehrten waren der gleichen Meinung. Sie sagen das Gegenteil. Sie sagen, Musik pflanzt Heuchlerei oder Heuchelei im Herzen. Der erste Punkt. Weil Musik lenkt dich ab. Musik lenkt dich ab, Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken. Schon sogar Anashid, diese islamische Art von Musik, sagen wir mal ohne Instrumente, kann dich auch ablenken. Sagt nicht der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wie wir in Surat al-Furqan, wa qala ar-rasul, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt das, ya Rabbi, inna qawmi attakhadhu hadha al-Qur'an mahjura, die Leute vernachlässigen den Koran, verlassen den Koran, durch Anashid zu hören, ohne Instrumente. Was ist dann mit Musik, wo die Leute Selbstmord machen? Es gab schon, wenn ein Sänger stirbt oder wenn dieses Liebeskummer und so weiter kommt, sowieso die meiste Musik geht nur um Liebe. Wie kann es dann die Herzen weich machen? Wenn Musik dein Herz weich macht, dann stimmt irgendetwas in deinem Herzen nicht. Dann ist dein Herz schon tot. Allah subhanahu wa ta'ala sagt ganz klar im Koran, in Surat Luqman, dass Musik schon immer haram war, verboten war, haram ist und haram bis zum Tag der Auferstehung bleibt. وَمِنَ النَّاسِ, es gibt einige Menschen, oder von den Menschen gibt es welche, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Wortwörtlich übersetzt, er kauft sich verschwenderische Angelegenheiten oder verschwenderische Sachen. Hadith hier in dem Fall, wenn du eine Sache erzählst, du erzählst einen Satz, die Zeitverschwendung ist, die falsch ist, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, um erstmal er selbst vom richtigen Weg abzukommen und auch andere Leute vom richtigen Weg abzubringen. Was heißt لَهُ الْحَدِيثِ? Wir können jetzt aus unserem eigenen Kopf erklären, لَهُ الْحَدِيثِ bedeutet nicht Musik, aber Ibn Abbas radiallahu anhuma, der den Koran am besten erklären konnte, und die anderen, die auch mit ihm mit sich einig waren von den Koran-Erläuterern nach ihm, hat geschworen, dreimal. Wallahi, sagt Ibn Abbas, radiallahu anhu, inna al-ma'azif, lahu al-hadith, al-ma'azif. Was heißt al-ma'azif? Musikinstrumente, allgemein. Alle. Er hat nicht gesagt, ein Orgel und dann vielleicht Trompete, ja, und Geige, nein. Nein, nicht so. Alle. Alles, was mit Instrumenten zu tun hat. Ma'azif. Und dreimal geschworen. Soll Ibn Abbas den Koran am besten erklären, dreimal schwören, dass Lahu al-Hadith, diese zeitverschwendende Aussagen, die gemacht werden, sowas wie Musik zum Beispiel, Ma'asif, Musikinstrumente sind, um von Allahs Weg abzukommen. Wer sagt das? Allah. Bi ghayri ilm. Bi ghayri ilm.
unwissentlich kommt er dann vom Weg von Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا. Und er macht sich darüber lustig, über diese Worte, die Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass sie eigentlich verboten sind. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith von Bukhari überliefert, und jeder Mensch oder jeder Muslim, der auf dem richtigen Weg sein möchte, muss auch al-Bukhari, Sahih al-Bukhari, die authentischen Überlieferungen von Imam Bukhari akzeptieren und annehmen und wissen, dass sie richtig sind. Dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, سَيَأْتِي زَمَانٌ عَلَى أُمَّتِي. Es wird eine Zeit kommen auf meine Umma. Er redet über uns. Wir sind jetzt diese Umma. Oder wer sich dazu zählen möchte oder dieser Umma folgen möchte. Aber wer bestätigt, dass er ein Muslim ist und zugibt und bezeugt, dass er ein Muslim ist und möchte zu dieser Umma gehören, dann wird auf ihn auch diese Zeit kommen. سَيَأْتِي. In Zukunft. سَيَأْتِي. Die wird kommen. Das gab es nicht in der Zeit des Propheten Mahomet, nicht in der Anfangszeit. Später wird das kommen. سَيَأْتِي زَمَانٌ. Es wird eine Zeit kommen. عَلَى أُمَّتِي. Auf meine Umma. يَسْتَحِلُّون. Was ist يَسْتَحِلُّون? إِسْتَحَلَّ شَيْء. Bedeutet, eine Sache, die eigentlich verboten war, macht er erlaubt. يَسْتَحِلُّون. Er nimmt eine Sache, die ist eigentlich im Ursprung verboten, und macht sie zu halal. يَسْتَحِلُّون. Vier Sachen. Al-Hirra, Zina. Die machen Zina, Unzucht, Ehebruch und so weiter, machen sie, erklären sie als halal. Wie kommt es, dass sie heute als halal erklären? Zum Beispiel, Zawaj Urfi. Das ist so eine, man kann heiraten und so weiter, ohne Zeugen erstmal. Audubillah. Junge, ein Mädchen, die lieben sich untereinander und können einfach heiraten. Ohne Zeugen, ohne Zustimmung des Wali. Der Prophet Muhammad sagt: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. Wenn eine Frau verheiratet wird ohne einen Wali, sie heiratet sich selbst, außer wenn sie keinen Wali hat. Das bedeutet, ein Erziehungsberechtigter, in dem Fall der Vater oder ein näherer Verwandter, wenn er das nicht erlaubt, dass sie verheiratet wird und nicht die Zustimmung gibt, diese Ehe ist ungültig. Was heißt, wenn eine Ehe ungültig ist? Ist sie da? Das ist also keine gültige Ehe, dann alles, was dieser Mann und diese Frau machen, gilt automatisch bei Allah subhanahu wa ta'ala als Unzucht, als Zina. Da hat sie schon halal gemacht, ohne irgendwelche Zeugen, ohne irgendeinen Wali. Anderes Beispiel, sie nennen das auch Ehe, aber es ist keine Ehe. Zawaj Mut'a. Genussehe, so, du heiratest eine Frau, nimmst du sie so für eine Zeit lang als Spaß und schmeißt du sie wieder weg. Kein Erbe. Wenn ein Kind kommt, dieses Kind wächst alleine, ohne Vater auf und so weiter. Und dann wird die Frau wie eine Ware behandelt. Ist auch Unzucht auf Papier. Und wenn du das auch noch so als eine Ehe nennst. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns über Zina gesagt, ihr sollt nicht mal in die Nähe kommen von sie. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Surat al-Isra. Kommt nicht mal in die Nähe. Das fängt schon bei Kleinigkeiten an. Chat. Ein Mann, eine Frau, ein Junge, ein Mädchen sind allein und schreiben dir über irgendwas. Heute schreiben die ganz normal und Mashallah über Islam und Achi und Uchti und hin und her. Und dann wird immer mehr geschickt. Dann wird man Blume geschickt, eine Rose, so, und dann geht langsam das Herz auf und dann irgendwann kommt die große Katastrophe. Vielleicht trifft man sich. Das ist schon im Islam verboten. Warum? Weil es dazu führt. Wie können die Leute dann solche Sachen sogar als halal erklären? Oder Mischung, Geschlechtermischung, sogar in Moscheen. Teilweise sitzen Männer und Frauen zusammen. Das macht nichts. Wir sind Brüder und Schwestern. Mach doch nicht so die Sache so streng. Das kann doch nicht sowas in Moschee passieren. Und Wallah, ist schon in Moschee passiert. Öfter als einmal ist sowas in Moscheen passiert. Und Männer und Frauen waren gemischt. Und in der Pause sind die irgendwo hingegangen. Ja, sowas passiert. Deswegen diese Sache, der Islam macht so. Eine Sache davon ist Zina. Zweite Sache, Al-Harir. Wird halal gemacht, obwohl haram ist. Viele Leute sagen, ja, ein bisschen. Oder wenn nur ein paar Prozent Seide. 10%, 20%, 50%, kein Problem. Und machen sie auch Seide dadurch halal. Aber zu unserem Thema, Al-Khamr, Alkohol auch als halal schon zu erklären. Mit so zum Beispiel, wie viel Prozent, ein Tropfen von 60.000 und so weiter. Alkohol ist Alkohol und bleibt Alkohol. Alkohol geht nicht weg. Und erklären sich Alkohol als halal. Was einer sogar gesagt hat, Bier trinken ist kein Problem, bis 12%. Wenn mehr als 12%, dann darfst du nicht mehr, aber bis 12% geht. Alkohol halal gemacht, einfach so.
ist nur leichter Alkohol. Es gibt Unterschied zwischen leichten Spirituosen und starken und so weiter. Und dann gucken sie auf Prozente. Alkohol allgemein, Khamr, nicht nur Alkohol. Khamr, Berauschendes, Haschisch, Drogen und so weiter. Sagt ihr, Alkohol ist verboten, aber Haschisch? Allah hat ja nichts darüber gesagt. Der Prophet Mu'azzam hat nichts gesagt und machen sich das selbst halal. Und die letzte Sache, Al-Ma'azif, Musikinstrumente werden als halal erklärt. Musik wird als halal, als beruhigend, die Herzen beruhigend erklärt und wird noch gesagt, das ist nicht die Flöte von Shaitan, obwohl es Beweise darüber gibt. Mehrere Beweise, aber das ist nicht unser Thema heute. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns und alle, auch natürlich die so denken, recht leiten und ihnen den richtigen Weg zeigen und unsere Herzen befestigen. Weil viele ändern sich mit der Zeit und bleiben nicht standhaft. Und das ist das Gefährlichste. Wenn dein Herz, ich sage nicht abtrünnig wird, aber wenn dein Herz nicht mehr so standhaft ist, wie es früher einmal war. Das heißt, du hast auch früher gewusst, diese Sachen sind klar und eindeutig haram. Und veränderst du das und sagst so, das ist doch was anderes. Und die vier Rechtsgelehrten haben gar nicht so gesagt. Alle vier Rechtsgelehrten haben nicht gut über Musik geredet. Alle haben gesagt, Musik ist nicht gut, Musik ist nicht erlaubt, Musik ist die Flöte von Shaitan, Musik pflanzt Heuchelei im Herzen. Alle vier haben das gesagt, alle vier. Und dann auch die Gelehrten nach ihm, Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, hat auch gesagt, die nächste, wie man am schnellsten zur Heuchelei kommen kann, ist unter anderem durch Musik. So viel zu diesem Thema von Musik. Schade, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema.